Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe der Gemüsepfanne. Und ich begrüße jetzt ohne Umschweife meinen Co-Moderator Tom Arte. Und der hat sich nämlich heute mal ja, gehen lassen und einen bunten Strauß zusammengestellt. Was Ja, hallo genau? Arti. Genau, ehe du mir hier die ganzen Themen wegnimmst. Ja, ich habe heute uns, wir haben uns ja gedacht, letztens, wir wollten Werbung uns anschauen. Die Idee war erst, wir schauen uns Werbeprospekte an. Aber dann dachten wir, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen langweilig. Wir sind auch im Bewegtbildzeitalter, lass uns doch mal Werbespots anschauen. Und da habe ich jetzt so verschiedene dumme Werbung zusammengesucht, die mir so einfiel oder die ich gefunden habe, vielleicht bei anderen YouTubern oder im Honigforum oder sonst wo. Und einige Spots davon kenne ich schon, andere nicht. Du kennst hoffentlich die meisten nicht, Adi. Und wir schauen uns das jetzt gemeinsam mal an und kommentieren das wie immer mit euch. Und ich hoffe, das macht uns Spaß. Ja, ich werde die meisten wirklich nicht kennen, weil ja, ich habe ja keinen Fernseher und ich gucke auch wirklich nie Werbung großartig, wenn es sich vermeiden lässt. Okay. Aber es ist schön, es ist ein kurzer Sprung von Wahlwerbung zu dieser Werbung. Ja, genau, klar. Also Zur Produktwerbung. wir sind noch voll im Modus, ja. Ja, die Frage ist ja, ob es heute tatsächlich um Produkte geht oder um andere Themen. Wahrscheinlich ist alles ein Produkt irgendwie. Ja, genau. Der Mensch ist das Produkt. So. Ja, dann wir steigen einfach mal voll ein, oder? Ja, bitte. Genau. Wir fangen hier mit einem Klassiker an. Kann ich Play drücken? Bist du bereit? Ja. Gut, wunderbar. This is the story of a soldier who operates your nation's Patriot missile defense systems. It begins in California with a little girl raised by two moms. Klar. Although I had a fairly typical childhood, took ballet, played violin, I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. When I was 6 years old, one of my moms had an accident that left her paralyzed. Doctors said she might never walk again. But she tapped into my family's pride to get back on her feet, eventually standing at the altar to marry my other mom. With such powerful role models, I finished high school at the top of my class and then attended UC Davis, where I joined a sorority full of other strong women. But as graduation approached, I began feeling like I'd been handed so much in life, a sorority girl stereotype. Sure, I'd spent my life around inspiring women, but what had I really achieved on my own? One of my sorority sisters was studying abroad in Italy. Another was climbing Mount Everest. I needed my own adventures, my own challenge. And after meeting with an army recruiter, I found it. A way to prove my inner strength and maybe shatter some stereotypes along the way. I'm U.S. Army Corporal Emma Malone Lord, and I answered my calling. Ja, geil, oder? Bist du noch da, Arti? Naja, ich lasse es noch sacken, also. Ja, das ist krass, das muss man erst mal sacken lassen. Vor allem am Anfang, klar, wurde erwähnt, ja, das ist ja die Geschichte von irgendjemandem, der Patriot Missiles bedient. Also da wusste man schon, es geht um Soldaten. Aber so von dem Rest der Werbung her hatte ich hier null militärisches Feeling. Schon allein dieser ganze Zeichentrickstil, der zwar hübsch gezeichnet war, aber das sah halt aus wie Disney-Figuren. Ja, das ist, glaube ich, auch gewollt gewesen, ne? Disney ist ja Ami, also das passt schon. Ja, ich finde es halt so ein bisschen schizophren, dass die damit Soldaten anwerben wollen. Also sagt schon viel über das westliche Militär, finde ich. Also zum Vergleich, ich habe jetzt so einen Spot leider nicht drin, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen Spot von der russischen Army anschauen würde, also da ist es voll Testosteron geladen. Ja, bei uns gibt's Krach, Bum, Peng und du kannst dein Land verteidigen, was weiß ich, so die typischen Sprüche. Und hier war ja das Hauptthema so, ja, sie ist so divers und sie geht ihren eigenen Weg und
Also schon allein, dass sie zwei Mütter hat. Ich meine, so klar. Und die zwei Mütter haben dann natürlich auch geheiratet und beide Es im hat noch weißen die Kleid. Flagge gef aber nee, die Flagge war sogar mal kurz zu sehen, glaube ich, bei dieser Demonstration daher. Ja, genau. Sie war auch bei Demos schon früh und hat für ihren Pride oder so gekämpft, hat sie, glaube ich, gesagt. Ah nee, es ging um ihre Family Pride, also um den Stolz der Familie, also da auch wieder der Begriff Pride und ach, ja, also wirklich diese Werbung. Naja, sie versuchen sich halt irgendwie neue Rekrutenfelder zu erschließen. Ja. Deswegen, das war am Anfang auch, also das soll jetzt Frauen ansprechen, gut geframed, dass sie ein Verteidigungssystem bedient und kein Angriffssystem, ne? Ja, Also, dass sie genau. die Heimat behütet sozusagen. Genau, Ne? genau. Gut, dass das jetzt irgendwo in der Wüste in Afghanistan steht. Na, Ja, ich schwierig, meine. aber prinzipiell, da haben sie schon mal, denke ich, den richtigen Nerv getroffen. Weißt Ne? du, wie es ist? Auch Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Ja, Das Gott sei Dank. Also, die wo wären wir? USA im Ne? Irak und Ne? Afghanistan. Ganz klar. Das Aber ich frage mich solch. so ein bisschen, macht das denn Sinn, solche Leute jetzt für die US-Armee anzuwerben? Ich meine, da wird ja die Armee irgendwie voll lauchig, oder nicht? Wenn da Also, nur Leute soweit ich kommen. weiß, von den Bewerberzahlen ist es eine Katastrophe. Also, die haben es probiert, sich dieses, naja, Neuwoke Rekrutenfeld halt zu erschließen, aber ich sehe das auch nicht. Und ja, wie du schon sagst, die sind so weich, da müssen erstmal die ganzen Armeestandards runtergefahren werden für diese Leute, dass die da irgendwie was schaffen. Ja, Also und die vor brauchen eine allem. Grundausbildung vor der Grundausbildung. Das ist richtig absurd. Ja, und vor allem, man muss ja nun mal hart sein als Soldat. Also für mich selber wäre das auch nichts, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich wahrscheinlich auch nicht aus dem richtigen Holz. Aber dass man sich. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt hier unbedingt so solche Leute suchen will, die vielleicht am Ende noch auch über alles diskutieren. Also die dann diskutieren anfangen, ja, Sir, Sie haben mich so und so angeredet, ich heiße aber Ma'am und Oh keine Gott, Ahnung. das ist der Tod jeder Armee. Also. Ja, eben. Aber, und genau das, ich denke, solche Leute und solche Probleme holst du dir daran, dass dann darüber diskutiert wird, ja, wie ist dann der Vorgesetzte anzusprechen und darf man jetzt in der Drillausbildung nicht die Leute als Sissies oder Pussies bezeichnen oder so, weil das ist ja frauenfeindlich, Ja, so wie bei das ist die Frage, was die Armee mit sich machen lässt dieser halt. Film. Ja. Ja, Ne? wahrscheinlich lässt die sehr viel mit sich machen, USA. Und also mich hat dieser Spot extrem gewundert. Ich meine, die USA hat nun mal in der westlichen Welt die stärkste Armee so. Naja. Ja, dass die sich hier so darstellen, finde Also ich irgendwie strange. ich denke persönlich, dass diese Armee ein bisschen überschätzt wird, weil sie halt immer erst alles in Grund und Boden bomben und dann Ja, vorrücken. ist Ja, richtig. Ich meinte wenn jetzt das nicht einfach geht, von. dann. Hm. Vom Militäretat ist er doch meines Wissens in den Ja, das ist der USA am höchste der höchsten Welt, in der ja. eben, genau, und das meine ich. Deswegen können sie halt auch Länder einfach mit konventionellen Waffen in die Steinzeit bomben und Ja, dann genau, und ihre deswegen ist Soldaten dann springen. ja sowas wie der Irakkrieg ist dann effektiv in ein paar Wochen gegessen, so war es ja auch damals. Ja. Gut. Hast du noch was dazu sagen? Sonst können wir auch gerne zum nächsten Spot gehen. Das war auf jeden Fall schon mal ein lustiger Einstieg in die bunte Welt der Woken-Diversität. Ja, also das, was du noch sagtest, dass du halt unter gewissen Umständen gar nicht den Armeespot da sehen würdest, sondern halt irgend so eine, ja, Ja. was ist das überhaupt? So eine Bilderbuchgeschichte einer Einer jungen neuen Frau, genau, die sich. Familiengeschichte. Ja, genau. Das ist die Frage so. Also, warum macht man das? Das Ding ist ja, ich meine, die werden extrem viel Geld in Marktforschung und so stecken. Die werden Ja. ja ihre Zielgruppe kennen. Und da wird irgendeiner gesagt haben, ja, das spricht nun mal junge Leute an, so auf die zuzugehen. Und deswegen machen wir das. Aber tut's das? Also, wie gesagt, die Zahlen, soweit ich weiß, sind da jetzt nicht, dass denen da die Buchstabenmenschen die Bude einrennen. Kann ich jetzt leider nicht sagen. Also zu Zahlen kann ich jetzt leider nicht sprechen, da bin ich hier ganz unvorbereitet. Also, ich hatte mal so. Es gibt ja diesen einen YouTuber, der ja lange in Amerika gedient hat, der sich auch solche Spots anschaut und auch solche Spots von der Grundausbildung, wie die jetzt halt. Naja, verweichlicht wird und sich da bärisch drüber aufregt. Und der Weißt du, meint wie halt der auch, heißt? dass. Ah, das sieht so ein bisschen aus wie MacGyver in Alt. Okay, keine Ahnung, wer das ist. Den Ja, ich habe vielleicht eine hast du Idee. bestimmt Gavin schon gesehen. McInnes? Ich Ja, okay. und Namen, also da, nee.
Egal. Der hat auch diesen russischen Spot, auf den du wahrscheinlich anspielst, hat er sich mal angeschaut. Ja, der Ja. da so vor Testosteron trieft. Ja. Ja. Okay. Ja, solche Sachen halt. Also. Ja. Gut. Wollen wir Es zum war nächsten ein guter gehen? Einstieg, sag mal so. Ja, wir haben noch viele vor uns. Es wird noch viel woker. Ich drück mal hier auf Next Video. Ich hoffe, das klappt bei dir. Ist jetzt das nächste Video offen? Ja. Genau, jetzt drücke ich wieder Play und los geht's. Sit there. The lady at the store. That is not a compliment. It's an ugly, nasty word, and you are going to hear it. Nothing I can do about that. But you are not going to let that word hurt you. You got your ID? Yeah. Okay, so stop you. Yeah. Now, when you get pulled over. I'm a good driver. Okay? Baby, don't worry. This is not about you getting a ticket. This is about you not coming home. I'm going to be okay. Right? Okay. Okay. You are not pretty for a black girl. You are beautiful, period. Okay? Don't ever forget that. Was zur Hölle war das? Also, kommt jetzt noch was, oder? Okay, bist du gemutet? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Gott. Ah, jetzt ist es mal ja umgekehrt. Ja. Ja, So genau. fühlt sich Peinlich, das an. peinlich. Ja. Tut mir leid, liebe Zuschauer. So, um das hier kurz mal einzuordnen, also P und G, der Konzern, das ist Procter & Gamble. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, vielleicht, Arti. Das ist Nee. ein riesiges Unternehmen, dem ganz viele kleine, oder was ist kleine, eigentlich große Superunternehmen, große Marken gehören. Zum Beispiel Ariel ist da drin, also dieses Waschmittel, Gillette, Always Binden, Pantene, also Pantene Pro-V, dieses Haarwaschmittel, also all solche so Waschmittel oder Haarpflegeprodukte, Kosmetikprodukte, solche Sachen gehören zum Konzern Procter & Gamble. Das ist so eins der Top 10 größten Konzerne, glaube ich, der Welt. Also das Nestle im Beauty-Bereich, okay, krass. Genau, könnte man so sagen. Andere große Unternehmen sind zum Beispiel noch die Coca-Cola Group oder die PepsiCo oder so. Also auch Lebensmittel viel dabei. Genau, und Procter & Gamble ist so ein Player für Kosmetiksachen oder Waschmittel, solche Geschichten. Ja, und die haben hier diese schöne Werbung rausgeballert, diese Werbung über den Talk. Also für mich schwingt hier so viel. Ah, also da ist halt so ein extremes Opfernarrativ hier drin. Ja, du musst aufpassen, nicht, dass du nicht nach Hause kommst, wenn du auf der Straße angehalten wirst. Ich denke da jetzt zum Beispiel an diese Szene, wo sie mit dem Mädchen im Auto spricht hier. Weißt du? Also, das ist so dieses Narrativ, was einer der größten Konzerne der Welt verbreitet. Ja, alles sind gegen dich, weil du bist schwarz. Ist der so zur Black Lives Matter Zeit entstanden? Weißt du das? Wahrscheinlich, ich kann das jetzt leider nicht sagen. Ach so, ich kann den mal kurz auf YouTube öffnen. Der ist erschienen vor 5 Jahren. Also vor 5 Jahren, hui, also 2018, das war noch vor dem Sommer der Liebe 2020, sage ich mal, als es die ganzen lustigen Proteste gab, wegen George Floyd, als der gestorben ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Gut, die ja. Black Lives Matter-Bewegung, die gab es natürlich schon noch länger. Also das wird so aufgekommen sein im Zuge dieser Bewegung, aber eben nicht zum Höhepunkt mit dem George Floyd. Das war sogar schon davor. Ja, und ich fand das hier einfach besonders krass, weil es halt wirklich so sich an eine bestimmte Gruppe nur Menschen richtet, an eben die Schwarzen. Und weil es hier auch gar nicht um Produkte geht. Es geht hier, das ist so eine typische Werbung, da wird einfach kein Produkt verkauft, sondern eine politische Meinung oder so. Also Naja, also ich irgendwie. muss denen zugutehalten, dass sie jetzt nicht irgendwie noch so einen weißen Polizisten gezeigt haben dann. Ja, Ne? das wäre es noch Ja. gewesen. Also da Ja. orientieren sie sich ja auch so ein bisschen an den Zahlen, ne? Dass das eher ein schwarz-schwarzes Phänomen ist tatsächlich, Polizeigewalt gegen Schwarze. Das haben sie sich vielleicht dann doch nicht getraut aufzumachen, das Fass. Aber Ja. ist das denn so ein Ding, dass dieser Talk real stattfindet? Nee, Also glaube ich ich kenne nicht. ich kenn The Talk eher so, was hier so zu
gefahren wird, wenn man so jugendlich ist und die erste Latte kriegt. So. Also, Ist klar. das ist für mich der Tor gewesen. Also, dass die jetzt hier sowas, naja, sehe ich nicht. Naja, gut, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Schwarzer in den USA, ich kann jetzt nicht dafür sprechen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist das da schon ein Thema, aber ich glaube, das wird hier aber hochgekocht, also mehr hochgekocht, als es ein wirkliches Problem ist. Also vor allem werden ja hier ganz viele Probleme angesprochen. So, ja, du bist, was sagt sie hier? Du bist nicht nur schön für ein schwarzes Mädchen, sondern du bist einfach schön. Solche Sachen. Also da schwang für mich auch so ein bisschen dieses Minderheitending mit. Ich meine, steht vielleicht einfach nur jeder auf schwarze Frauen so. Ja. Gut, das war der Spotted Talk. Dazu Anmerkungen. Ja, Entschuldigung, ich musste Ach gerade so, warst du telefonieren. unmuted? Nee, ich musste Du kurz musst. gerade kurz ans Telefon. Alles gut. Okay, im laufenden Stream, gut. Ja, war wichtig. Ja, dadurch, dass jetzt hier nichts beworben wurde, wie du schon sagtest, hat das auch nicht wirklich Fleisch. Also es ist so, Ja, es wird ist halt nur wieder so dieser The ein, Talk beworben. My ja. Black is beautiful. Es ist einfach nur eine Meinung, die hier beworben wird, letztlich. Ja, ist Die wieder Meinung ist, so ein linkes Schwarze werden Nicht-Problem unterdrückt, wird hier ja. aufgemacht, ne? Ja. Genau, also es wird uns hier verkauft, es ist ein ganz riesiges Problem. Schwarze werden knallhart unterdrückt und von jedem gehasst und ja. Ich würde mich als Schwarzer so verarscht vorkommen von dieser Firma, dass ich dauernd als Opfer dargestellt werden würde. Ja, eben, das ist so ein Junge, extremes Junge, Opfernarrativ, das aber davon ist lebt ja ja auch Black Lives Sklaverei Matter. 2.0 irgendwie, dass das große Unternehmen, also der Master, mir Ja, sagt, was ich ja. zu fühlen und zu machen habe. Ja, das ist ja Eieiei. generell bei diesen ganzen Black Lives Matter, bei dieser Geschichte absurd gewesen, fand ich, wie jedes Unternehmen, also wirklich jedes, Apple, Google, jeder, selbst jeder Spielekonzern, zum Beispiel in Call of Duty, wenn du das gestartet hast, stand dann riesig Black Lives Matter oder so vorm Hauptmenü da. Also, und dann sagst du, ja, wir sind irgendwie in der Opferrolle, also alle sind gegen uns. Das ist ja absoluter Quatsch. Naja, Wenn jeder gut. Konzern auf der Welt für dich ist. Na, die sind ja nicht wirklich für diese Konzerne. Das ist ja wahr. Also, die nehmen das jetzt halt mit, na, um gut dazustehen, aber eigentlich sind diese Leute völlig scheißegal. Das ist halt einfach nur Dollarzeichen in den Augen. Die machen das doch nicht, weil die wirklich diese Leute interessiert. Nee, ist klar, ist klar. Ja, das ist tatsächlich so. Und so ist das bei ganz vielen diesen Themen, auch bei Klimawandel oder Gender-Kram und Trans-Kram, all sowas. Die Themen an sich interessiert die wahrscheinlich weniger, aber die interessiert natürlich die Leute, die sich dafür interessieren, weil die sind ja dann mögliche Kunden. Die kann man ja einfangen für sein Produkt. Klar, die erzählen einfach nur das, was gerade in der Gesellschaft angesagt ist, was gerade besprochen wird und plappern das nach. Als Ich Unternehmen. sehe auch, also ähnlich wie bei dem Ami-Werbespot, sehe ich nicht, dass da so viele Leute sich erschließen lassen mit, sondern eher, die haben Schiss vor diesem medialen Backlash, wenn die das nicht machen würden. Naja, weiß ich nicht, weil guck mal, zum Beispiel dieser Spot war ja 2018. Da gab es ja jetzt noch keinen Druck, das zu machen. Also der Druck, dieser, ich sag mal, dieser Gruppenzwang, das war ja erst 2020, wo wirklich alle Unternehmen dann irgendwie Black Lives Matter sich auf die Fahne geschrieben haben. Hier 2018 waren die schon die Vorreiter. Die haben halt dieses Narrativ geprägt, hier Procter & Gamble. My Black is beautiful. Also. Ja, okay, hast recht, ja. Ja gut, ehe wir uns jetzt hier weiter das ausdiskutieren, wollen wir einfach zum nächsten gehen. Wir haben bestimmt noch viele solche lustigen Spots, auch zu dem Thema. Ich bin gespannt. Genau, dann mache ich mal weiter. Achso, ich drücke hier Next Video. So. Ah, jetzt haben wir mal Aldi. Gottes Willen. So, das ist ja so GASMR. Wahrscheinlich, ja. Zum Aushalten. Ne? Ja, das ist wirklich deklariert. Moment, Moment.
Ja, wir gehen nochmal kurz zurück. Moment. Ich mach das hier, einen Moment. Scheiße. Kann ich hier nicht Links unten, zurückgehen? oder? Nee, ach so, rewind, aber geht's nicht zum letzten Video. Nee, das ist jetzt leider weg. Beim nächsten Mal muss ich dann Pause drücken, das können wir uns merken. Das ist jetzt hier leider weg. Ja. Ja gut, wir werden jetzt nicht eh nicht noch mal durch das Video geskippt, also Ja, das soll aber ja. was haben wir gesehen? Was zum Fick haben wir gerade gesehen? Vielleicht können wir das mal Na, auswerten. wir haben am Also, Ende ein weißes Zisperschen gesehen und das hat mich das erstmal ist überrascht. widerlich. Ja, das hat mich Alte erstmal weiße überrascht. Leute, weg Also, damit. wir haben ja verschiedene Lebensmittel gesehen und die waren so sexy dargestellt. Also, ich weiß nicht, zum Beispiel diese Finger sind in diesen Honig eingetaucht und dann tropft das so über und dann haben die so diese. Ich weiß nicht, was das für eine Frucht war, oft gemacht. Und zwar sogar eine Avocado dabei. Grüße an Ja, AvocadoTV. Hass. Und dazu, was ich halt lustig fand, diese Hände, die ganze Zeit zu sehen waren, das waren halt voll diese diversen Hände, sag ich mal, die irgendwie tätowiert waren. So, und dann so mit verschiedenfarbigem Nagellack. Also ich kann mir voll vorstellen, was für Menschen diese Hände haben. Also irgendwelche Kampflesben oder Bisexuellen oder sonst wie Ja, Leute. für die ganz Dummen stand ja auch noch zu schwul drauf. Also auf diesem Ach, einen echt? Das habe Finger. ich leider gar nicht Ja, gesehen. also. Ach Gott, ist mir denn zu schwul, stand da drauf. Ah, krass, Ja. okay. Ja, dann haben die sich so berührt. Und da ist auch wieder die Frage, warum zum Fick macht Aldi das? Also, was hat das mit Lebensmitteln zu tun? Also, mir ist jetzt eher der Hunger vergangen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Also, da esse ich lieber Fleisch, also. ja, also da gehe ich doch lieber zu Edeka wahrscheinlich. Ja, nicht sicher. Weil ich weiß nicht, was, nach dem Spot weiß ich nicht, was die Aldi-Mitarbeiter mit meinem Essen machen. Also, gut, bei Edeka heißt es ja auch, wir lieben Lebensmittel. Ob die so lieben wie Aldi, das ist die Frage. Also, Ei, ja, wild, richtig wild. und das ist auch wirklich im Fernsehen gelaufen, das ist nur auf so einem Oh, kann ich dir leider YouTube-Nebending, nicht also. sagen. Ah, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Weil das ist ja selbst für den Normie, glaube ich, zu abstoßend irgendwie. Diese ganzen Symbolbilder, die sich dahinter ja auch irgendwie verbergen, so die Rosette und sowas, Ja, die genau, durch die also Zitrone dargestellt wird wahrscheinlich. das war schon krass, also eigentlich relativ explizit, Oder aber gut. dieser Analbildo, der da so auch, Ja, ne? ne, warte mal, Ah! war das wirklich ein Analdildo oder Nee, war das irgendeine das war Küchenunterziehung? so ein Zitronenausspresser, aber Ja, letzten aber Endes, es die war sehen ja natürlich identisch so aus. gemacht. Ja. Ja. Ja, also richtig krass. So ist die Welt heute drauf, ja. Selbst bei Lebensmitteln. Aber, Geht die achso, das wollte ich Ernährung noch nicht sagen. voran. Ja. Was erhofft sich jetzt Aldi von, also im Sinne von, wir wollen jetzt ja, Kaufgruppen erschließen? Das sind ja irgendwelche, naja, hängengebliebenen Studenten. Die haben nicht so viel Geld. Also. Siehst du, deswegen gehen sie zu Aldi und nicht Ja. zu Rewe. Das sind genau die Kunden. Ja, ich konnte mir keine teure Avocado kaufen als Student. Also, es Ja, war. das stimmt. Da gibt es dann doch eher Nudeln und Ja. Ketchup, aber selbst das ist heute ziemlich teuer. Jetzt geht's wieder los. Ja, gut. Ja, wir machen vielleicht irgendwann mal noch eine Inflationssendung, wo wir Preise vergleichen oder so. Da könnte ich euch was erzählen, liebe Zuschauer, von meinem Leid. Aber gut. GDP goes up. Ja, lassen wir das. Ja, ich könnte weitermachen mit dem nächsten Spot hier, es sei denn, du hast noch was zu sagen. Ich will dich hier nicht durchhetzen. Nee, Gut, dann das war gehen wir schon jetzt harter zu. Tobak. Mach mal den nächsten. Genau, dann machen wir mal jetzt hier mal Gillette. Ach so, das ist ein Klassiker. Ich hoffe, du kennst die. Wenn nicht, dann hast du jetzt was zu lachen. Die ist mega geil. Okay, wir schauen es uns an, Leute. Bullying. The Me Too movement against sexual toxic harassment. Masculinity. Is this the best a man can get? Is it? We can't hide from it. Sexual harassment is taking over. It's been going on far too long. We can't laugh it off. Who's the daddy? What I actually think she's trying to say. Making the same old excuses.
Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Smile, sweetie. Come on. To say the right thing. To act the right way. Bro, not cool. Das ist das Meme, ja, geil. Ja, ja, das ist daher. In ways big. Yo, men, for everyone. And small. I am strong. I am strong. But some is not enough. It's not how we treat each other, okay? Okay. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. So. Ich mach nochmal kurz weiter. Okay, ich hab die Nerven verloren, bevor es wechselt. Ich sehe hier, wie lange es geht, keine Sorge. Ich mach eine Pause kurz davor, dass uns das wieder verloren geht. We're taking action, the best man can be. Oh, genau, und das ist tatsächlich eine Werbung von Gillette, also von Rasierern. Hat man doch gesehen, oder? Also. Ja, hat man total gesehen. Guck mal, hier am Anfang, warte, hier, geil, warte, ich mach das mal nochmal kurz. Hier, Sekunde 6 oder so. So waren früher diese Gillette-Werbungen, wie ich sie kenne. Warte. Genau. Best a man can get. Genau, da ist die schöne Frau, die den Mann küsst, wie er sich gerade rasiert und... Weißt du, das war noch so ein positives Bild. Die frisch rasierte Wange, ja. Genau, das war noch so ein positives Männerbild, damals in den 90ern. Und jetzt, diese Werbung ist ja total krass. Also, kurze Einordnung. Geh nochmal zurück. Also, die demontieren sich ja schon selber mit Absicht. Ne? Also, dass da diese Gruppe durch dieses die Leinwand rennt. So, die alten Zeiten sind vorbei. Ja. Ja, genau. We can't hide from it. Everyone hates you, Sissy, genau. Also hier, der wurde gemobbt scheinbar. Der arme Junge. Ich möchte das kurz mal einordnen, den Spot. Also, der ist vor 4 Jahren erschienen. Und der wurde tatsächlich, meines Wissens, liebe Zuschauer, wenn ich jetzt hier Mist erzähle, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Der wurde meines Wissens zum Super Bowl ausgestrahlt. Und Super Bowl ist ja so das große Ereignis in den USA, wo die meisten Werbegelder reinfließen, weil dein Werbespot dann von zig Leuten gesehen wird. Und da sind meistens richtig geile produzierte Spots dabei in der Halbzeit, die wirklich nur für den Super Bowl extra angefertigt werden. Klar, die laufen auch später noch, aber das ist wirklich auch wie ein Ereignis, die Werbung, die da kommt. So, und da haben die sich halt vor 4 Jahren gesagt, ja komm, wir machen jetzt hier mal zu MeToo so einen Spot als Gillette. Mhm, und ja, wie du schon sagtest, man sieht, es geht ums Rasieren. Nee, sieht man gar nicht. Also am Anfang hatte der Typ mal einen Rasierer in der Hand. Also diese alte Werbung, diese 90er-Werbung, und sonst ging es gar nicht darum. Und... ja, und dann sind hier so viele memewürdige Sachen dabei, zum Beispiel diese das Stelle ist, hier. Ja, geil. diese Männerreihe an den Grills und die sagen, Boys will be boys. So, soll so zeigen, ja, das ist so dieses selbstverstärkende Ding, diese patriarchale Gesellschaft. Also die Männer erziehen andere Männer und Männer werden ja immer gleich sein. Die werden sich nie ändern. So. Und hier auch nochmal kurz, siehst du gerade die Frau? Ja, klar. Ja. Die ist von den Young Turks, das ist ein YouTube-Kanal, so wie unserer, quasi nur auf der linken Seite. Also ist so der größte, ich würde sagen, linke, vielleicht sogar linksextreme YouTube-Kanal der USA. Und der schafft es in die Gillette-Werbung, Alter. Der schafft es in die Gillette-Werbung, genau. Und, ach so, genau, was sagt die Frau? Sexual Assault, Sexual Harassment, genau, hier sehen wir noch ganz viele andere Fernseher, dann überall ist das in den Medien, überall gibt es Sexual Harassment. Wir leben halt in einer ganz schlimmen patriarchalen Gesellschaft. Ja. Also ich würde sagen, unser Kanal muss auch dahin. Hier, warte mal, das wollte ich sagen. Ja, es gab ja immer wieder diese Bilder, das sind so für mich die Gillette-Fernsehbilder. Also da hat man es immer nochmal gesehen. Ja. Das ist der Mann vom Spiegel nach der Rasur, vor der Rasur, je nachdem. Genau, aber achte jetzt mal drauf, ich skippe nochmal so durch, was für Männer man sieht. Gut, hier sieht man einen Jungen, einen weißen Jungen mit blauen Augen. Aber sonst die positiven Männer, genau, das sind hier irgendwelche Inder, Schwarze. Hier Terry Crews als Schwarzer, der sagt ja, Männer müssen andere Männer zur Rechenschaft ziehen. Also gucken, dass die sich richtig benehmen. Ja, und guck mal hier zum Beispiel. Also alle ich mach nochmal kurz hier Play. Come on. Ja, come on, genau. Alle positiven Männer
in diesem Spot, die sich positiv verhalten, sind schwarz. Nicht weiß, ja. Ja, muss man einfach so sagen. Also hier der Typ, der weiße Typ hat sich wahrscheinlich den Frauen gegenüber irgendwie unflätig verhalten und der schwarze Typ, ja, come on. Ja, und das Geilste ist, wo du meintest, das hier, diese Stelle, das ist ja absolutes Meme-Material. Act the right hier, way. Die Frau kommt vorbei und er so, wow, wow. Und not der schwarze cool, Typ, ja. Ja, not cool, not cool. Also ist klar, ist klar. Also wenn überhaupt man angesprochen wird, angemacht wird, dumm angemacht von Männern, dann sind es natürlich weiße Männer. Die Schwarzen sind natürlich die Beschützer, das, die sich das gut war verhalten. Doch zu der Zeit, wo diese eine schwarze oder Latino-Frau durch New York gelaufen ist und hinter ihr wurde halt gefilmt, versteckt, irgendwie 10 Stunden durch New York und sie hat dauernd irgendwelche Anmachsprüche abbekommen. Ja, naja, ja. Wer war das wohl? Hm. Wer hat auf der Straße rumgelungert? Ja, man weiß es nicht. Ah, das klingt lustig. Ich habe das schon mal gehört von dem Clip, habe den aber selber nie gesehen. Also das klingt lustig, aber ich glaube es dir natürlich. Also die hat dann auch auf Druck, dass das selektiert zusammengestellt war, halt dieses 10 Stunden oder was es war, Rohmaterial rausgelassen. Und ah, ja. Naja, es ging es wurde schlecht nicht besser. Aus, ja. Für ihre Seite, genau. So, und jetzt sieht man hier eine Gruppe, die sich verträgt. Es sind natürlich wieder Schwarze, die sich hier... Da muss ich meine, so kennt man Friedensrichter... So kennt man die, ja, so kennt man die Schwarzen. Ich meine, da gibt es keine Black-on-Black-Kriminalität in den USA. Nee, die schütteln sich hier schön die Hand, die vertragen sich. So kennt man das. Na, und wenn, dann ist die ja systemisch bedingt. Ne? Ja. Also ganz und richtig. Hier auch das Nächste. Ich meine, dann zeigt man doch mal einen Vater, der sein Kind erzieht, hier ein kleines Mädchen. Und es ist natürlich ein schwarzer Vater. Also, ja, und das Kind wird wieder, also das Mädchen wird empowered, ne? Ja, und gut, hier sieht man dann mal wieder die Weißen, die eben noch als Negativbilder benutzt wurden. Da tut sich der eine jetzt doch umentscheiden und tut hier die Jungen auseinanderziehen. Ja, und das finde ich auch ein bisschen komisch. Ich meine, wir schauen noch mal ganz kurz. Ich schaue das ganz kurz mal an, diese 2 Sekunden hier. Hier, also ich hatte jetzt nicht das, guck mal, vor allem das eine Kind, das lacht auch noch, das, was unten liegt. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das Kind, was oben ist, dem eine reinhaut. Der unten lacht, ja, eindeutig. Das habe ich jetzt auch gehört. Ja. Also die kampeln halt, ne? Also die kampeln, genau. Wenn da jetzt, die kloppen sich nicht. Und genau. Ich finde das sogar richtig schlimm. Also was soll denn das Kind da jetzt mitnehmen? So, genau, und er tut jetzt auseinanderziehen so, nee, wir machen das nicht. Also so behandeln wir uns nicht, sagt er noch. Also das ist halt wieder dieses Ding. Man muss, nach wie vor, also es geht hier um Gillette, es geht um ein Produkt, was sich an Männer richtet. Aber das ist hier so eine... entmännlichte Weltsicht, also wir müssen uns alle, Jungs und Männer, wir müssen uns wie Frauen benehmen, also so von wegen toxischer Männlichkeit, also dieses miteinander rangeln oder so, das ist schon toxisch, das muss also man abstellen. Die Szene hätte irgendwie Sinn ergeben, wenn da jetzt 5 Leute, also oder 5 Kinder auf das eine halt eingeprügelt und ja, eben, getreten hätten. Klar, okay, klar. Ja, dann alles klar. Aber so, hier, wie so gesagt, das freundliches, was so Katzen so machen, so ein bisschen miteinander rangeln und Spaß haben. Genau. Meine Güte. Toxisch hoch 10 oder was? Oh, yeah. Die Jungen brauchen das irgendwo, ja. Ja, hier, genau, zieht er sie auseinander. Was sagt er für einen Spruch? Mach nochmal kurz. This is not the way. Genau. Ja, hier war es sogar nachvollziehbarer. So, genau, und hier am Ende wieder. Gut, es waren nochmal 2 weiße Jungs dabei und halt schwarze eben da, was weiß ich. Ich hatte übrigens die ganze Zeit das Gefühl, es erinnert mich so an Kinowerbung. Die geht auch manchmal so 2 Minuten und du weißt nicht mal, welches scheiß Produkt beworben wird. Und am Ende steht dann mal Boho oder sowas. Ja, du, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, dass es hier um Gillette geht und wenn es am Anfang der gekommen wäre, kurz, best man. Oh, das wäre hart gewesen, ja. Also. Ja. man muss dazu sagen, dieser Spot, der kam, wie gesagt, schon vor 4 Jahren und der ging so bei uns in der, ja, ich sag mal, im weitestgehenden rechten Szene oder konservativen Szene ziemlich rum, gerade auch in den USA. Und im Nachhinein wurde dann mal so ein bisschen ausgewertet, ob das was gebracht hat. Und die Firma Gillette ist hart danach abgestürzt nach dem Spot. Also die Zahlen, die Verkaufszahlen wurden beileibe nicht besser durch diese Aktion hier, thebestmancanbe.org. Ja, Kinder rasieren sich nicht so häufig, ja. Ja, genau. Und verweichlichte Männer wahrscheinlich auch nicht. Ja. Die müssen sich vielleicht nur alle 2 Wochen rasieren. Keine Ahnung. Gut, aber das klingt jetzt so, als wäre ich der knallharte Kerl. Bin ich ja gar nicht, aber... 10 Zentimeter Bart jede Woche. Neu. Ja. Aber so ein bisschen... Ich meine, es ist ja nun mal so, Frauen und Männer unterscheiden sich und Männer sind nicht nur per se toxisch. Also der Tom sagt, den Hass, ja, ja, immer dieses toxische Maskulinität.
Maskulinität, sorry. Ich kann nicht mehr sprechen. Ja, dieser Kampfbegriff, das stört mich einfach. Ich meine, es gibt auch toxische Weiblichkeit. Genauso. Grüße gehen raus an Charlotte mit ihrem schönen Video dazu. Achso, okay. So. Ah, jetzt habe ich doch gesimpt, scheiße. Ich dachte schon, du willst es sagen, Charlotte wäre toxisch weiblich. Ja, gut. Jetzt habe ich hier ganz viel gesammelt. Hast du noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Also, es ist, wie gesagt, Kinowerbung irgendwie. Achso, na doch, Super Bowl ja. war letztes Wochenende. Genau. Ja. Hier, ich blende nochmal die Spots. Ich weiß nicht, ob es wieder so knirsche Spots gab. Weiß ich jetzt leider gar nicht. Gab bestimmt welche. Vielleicht kommen die sogar hier noch. Aber hier, der Typ sieht schon ein bisschen südländisch eigentlich aus, ne? Der rechts? Ja, so Italiener. Kriege ich da? Ah, ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Ja, für mich sieht er eigentlich einfach wie so ein typischer amerikanischer, gut aussehender Schauspieler aus, weißt du? Also, die sehen irgendwie für mich alle gleich aus, habe ich das Gefühl. Ja. Also, generell, ja gut, jetzt wird es wieder weit gefasst, aber amerikanische Gesichter ist halt so der Kochtopf, ne? Weil sich so viele Nationen dort treffen. Das ist nochmal was ganz Eigenes, als wenn du sagst, das ist ein deutsches Gesicht oder ein schwedisches oder ein italienisches. Mhm. So haben auch die Amis nochmal einen eigenen Gesichtstypus, habe ich das Gefühl. Der weiße Kochtopf hat zumindest funktioniert, ja. Ja, genau, das sicherlich, ja. Ach ja, dieser Typ hier, herrlich, herrlich. Ein lustiger Spot. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, liebe Zuschauer, wie euch der gefallen hat und ob ihr das Beste seid, wie ein Mann sein kann. Und postet eure selbstgemachten Memes zu diesem Template hier. Ja, bitte, unbedingt. Egal, also, was ja ihr wirklich, daraus gemacht habt. Ja, das ist ja wirklich so eine Meme-Vorlage geworden hier. Und ja, ich sage Meme, liebe Zuschauer. ja, wollen wir weitergehen? Ja, gerne. Gerne, gut. Ich drücke jetzt Next, so. Ah, jetzt kommt Kaufland. Nein, nicht auch Kaufland, bitte. Die kenne ich auch noch gar nicht. So, Arti, was bin ich sehend hier? Also ich bin erstmal überrascht, dass Kaufland anscheinend auch nach Amerika expandiert. Aber das macht ja Netto, wie ich mitbekommen habe, auch. Ja, warte mal. Aber
Warte, stopp. Angenehm das hat weiß, nämlich, diese Werbung erstmal. Warte, stopp, das hat mich nämlich auch überrascht. Ich dachte, Kaufland wäre nur ein deutsches Unternehmen, oder? Aber diese Werbung ist, ich hatte nämlich hier auch den Eindruck, das wirkt ja null wie Deutschland. Ja, die haben ja auch auf Englisch geredet, oder? Also, Ach so, oh, das habe ich, ah, da habe ich leider nicht was man aufgepasst. so Okay. kurz gehört hat. Ah, okay. Ja, Gut, und dann will ich nichts angenehm, sagen. also angenehm weiß. Ja, das auf jeden Fall. Ah, jetzt kann man noch, Aber also ich will jetzt hier noch ein paar Fässer aufmachen. Also, ja, mach mal ein paar Fässer ich auf, mache bitte. vielleicht mal das Gute, diese Rundflugschnitte immer zwischen den Zaunhälften fand ich sehr gut gemacht. Weißt du, ja, linker Zaun und dann geht die Kamera so gefühlt durch den Zaun und wechselt auf den anderen. Das fand ich Ja. sehr schön. Ich, ja. Ja, hier wird es zusammengebaut. Na egal. Hier die Ecke, genau. Ja. Ja, das war auch Was fandst du da richtig gut, schön? nur wie das so rumgeflogen ist. Das fand ich Ach so, gut ja, auf gemacht, jeden ja. Fall. Ja, stimmt, klar. Also rein von der Das Machart ist war der Spot natürlich richtig. super krass. Ja. Und guck mal hier, sie haben sich das hier ausgetauscht und erzählen sich Geschichten durch den Zaun. Also, Nord- und ja. Südkorea. Ja, das ist übelst krass. Und ja, erzähl du mal weiter. Ich hatte vorhin schon so viel Und erzählt. wenn man es jetzt mal richtig böse auslegt, diesen Spot, würde man ja fast wieder sagen, hier ist die Wurzel des Übels mal wieder die Frau. Denn die Mutter von ihr ist ja die erste, die hier so diese bösen Blicke, mal gucken, ob ich das jetzt finde hier, wirft. Ja. Ah, das ist mir Irgendwo, nämlich auch entgangen, okay? hier, ah, ziemlich genau hier, oder? Ja, Hier, mach mal. zack. Mach mal kurz Play. I've heard of stronger hearts than mine could ever be. Ja, Ach so, ja. hier ist dieses, sie grüßt nicht mehr, ne? Ja, genau, und das Und stört sie so ein dann bisschen, gehst dass du. sie wenige Meter davor ist mit diesem Wohnwagen. Ja, dieses Aber die dieses Situation ist verdammte aber auch Prekariat, einmalig, oder? ja. Ich meine, die haben dieses Riesengelände dort und die Frau parkt ihren Wohnwagen so an dem Haus dran. Warum macht die das? Naja, das, also du weißt ja nicht, wie groß das Grundstück von dem Wohnwagen ist, aber es soll jetzt also Märchen erzählen, ne? Arm und Reich wohnen nebeneinander und was macht der Reiche? Er zieht einen Zaun hoch. Ja, Ja, ist klar, ja. ist klar. Und er sieht halt Ja. auch aus wie so ein Hollywood-Schauspieler irgendwie, ne? Total, total, ja. Wird aber lustigerweise sehr sympathisch dargestellt, weil er sich ja, um seine Familie kümmert, um sie schützen will, ne? Und die Mutter sagt halt hier, ich fühle mich nicht sicher mit denen da draußen. Und dann Und er ist ja, glaube ergreift ich, er auch die der am Initiative. Ende den Zaun einreißt, oder? Genau, genau. Er fährt dann mit dem Auto los, ja. Ah ja, genau, er fährt dann, ja, hier wird das dann eingerissen. Ja, genau, er legt das Seil an und ab geht's. Ja, gut. Aber so weit geht dann die Liebe am Ende auch nicht, dass man sagt, wir essen jetzt nicht in der scheiß Kälte draußen. Ja. Nee, Ja. ihr bleibt bitte noch auf eurer Seite, trotz allem. Ja. Ja. Ja, was ich jetzt hier aber nochmal anmerken will, hier steht ja noch ein viel größeres Narrativ dahinter, und zwar dieses No Borders, No Nations Narrativ. Ja, Oh, das ist gut, ja. Ja, eben, warte, guck mal, am Ende dieser Schriftzug hier. Warte, ich mach nochmal Play, bis der Schriftzug kommt. So. Das Fest der Liebe kennt keine Grenzen. Also, es geht hier darum, Grenzen abzuschaffen. No Borders, No Nations. Also, ich meine, dieser Zaun, der steht ja nur sinnbildlich für andere Arten von Grenzen, also auch für Landesgrenzen. Das ist hier Oh ja, letztlich das ist ein guter Punkt. Migrationspropaganda. Also klar, der Spot ist hier schön weiß aufgemacht und es geht hier offenkundig nur um ein persönliches Problem zwischen den zwei Familien hier. Aber was dahinter steht, ist doch natürlich klar eine ganz andere Message. Ja, wir müssen alle willkommen heißen, es soll keine Grenzen geben. Wie gesagt, no borders, no nations. Also. Gut, da das würde man dir jetzt als Unterstellung, ne, reinwirken können, Das sehe ich gar nicht ne? so. Ja. Das ist, also Also gut, hier ich geht sehe es es natürlich um nicht so als meine Meinung. Aber also also, hier geht ich es meine. um Milieugrenzen, offenkundig, ne? Arm-Reich-Gefälle, dies, das. Aber ja, letzten Endes kann man es auch weiterspinnen, den Faden. Ne? Ja, Gerade im und vor heutigen allem, Zeitgeist, also holla die Waldfee. ich meine, wie sich die Kinder wie die hier an dem Zaun spielen. Also das hat ja schon ein Geschmäckle. Ich meine, ich erinnere da zum Beispiel an den Film Der Junge im gestreiften Pyjama. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Das ist so ein Drama von 2009, was im KZ spielt. Und das sind auch zwei Kinder, die sich unterhalten über ein KZ-Zaun. Also an das musste ich ja denken. Also, Nee. ja. Also ich sage jetzt natürlich nicht, dass Kaufland da irgendwas vergleicht, um Gottes Willen. Aber ich meine nur,
klar hat man als Mensch, wenn man schon mal so einen Film gesehen hat und dann so ein Bild sieht, da denkt, da geht man auf automatisch irgendwo mit den Gedanken dann woanders hin. Also, dass die hier ganz schön krasse Themen auch aufmachen und wie das hier dargestellt ist. Und ach, und das hat auch vielleicht auch was von wegen die Grenze zwischen Deutschland, so Familien sind hier getrennt. Ja, daran also, habe ich eher gedacht, an Ost-West. Es also, war schon eine Weile her, auch, aber ja. Das ist natürlich für uns, man hört es wahrscheinlich, liebe Zuschauer, dass wir aus Sachsen kommen. Einfach Dunkeldeutschland. Ja, ist für uns natürlich präsent, das Thema, einfach durch unsere Herkunft, klar. Aber ja, daran musste ich auch denken. So. Also, ich meine, bei uns in der Region kennt jeder jemanden, der damals durch die deutsche Teilung, sag ich mal, Familie verloren hat. Dass der eine Teil der Familie im Westen war, der andere im Osten. Und dann wurden immer so Westpakete hintergeschickt, solche Sachen. Ja, auch das, was sie hier dann versucht, dem zukommen zu lassen, war ja wie so ein Nordwestpaket. Ja. Ja, genau. Dann wird nämlich noch das Geschenk, will sie durchgeben, das reiche Mädchen, dem armen Jungen. So. Ja, also für mich ist das, ich muss sagen, für mich ist das hier letztlich Migrationspropaganda. Also ich sehe hier ganz klar so ein No Borders, No Nations Narrativ. Also da bin ich wirklich so ein bisschen konträr, weil der Zaun ja erst hochgezogen wird am Anfang. Da bin ich sogar wirklich auf der Seite dieser Trailerpark-Familie, weil es war ja nichts passiert. Ne? Also ich hätte das jetzt verstehen können, wenn die das Auto geklaut hätten oder sowas, keine Ahnung. Ne? Aber was ist denn schlimm daran, um sein Grundstück herum einen Zaun zu bauen? Da ist man sicher mit. Also was ist denn daran schlimm? Naja, dieser Junge ganze, mit dem Mädchen spielt. Vor allem, warum machen die denn so ein Gewese? Wenn der Junge mit dem Mädchen spielen will, dann soll er doch bitte einfach freundlich anklingeln und dann lassen die den bestimmt rein. Und genauso ist es auch mit Grenzen. Naja, so wird wie das hier erzählt wird, ist das halt eben nicht mehr, glaube ich. Also dieses, ne? Hier diese Szenen halt. Also ich glaube, wenn der jetzt klingeln würde, würde er wieder zurückgeschickt werden. Naja, glaube ich so, nicht. So wie die Geschichte hier erzählt ist, ist das für mich so der Bogen. Du bist da viel zu gnädig mit dem Spot. Ja, bin ich wahrscheinlich, ja. Ja, weil ich finde, das ist hier links durch und durch. Also das mein Punkt, den ich machen will, auf gesellschaftlicher Ebene jetzt eher, ist, solange wie nichts passiert jetzt, macht man das halt einfach nicht. Ja? Wie gesagt, wenn da jetzt irgendwas vorgefallen wäre, dann würde ich sagen, ja, hier, Zaun, go for it. Ja? Ganz ehrlich? Zieh das Ding hoch. Wenn ich ein Grundstück hätte, würde ich einfach präventiv den Zaun errichten. Weil du wartest ja nicht, bis was passiert. Ja, aber die haben sich ja am Anfang gut verstanden. Also, was soll das? Ja, wie gesagt, das war so ein bisschen, ich sehe das so ein bisschen so Trump-mäßig. So. Der hatte mal gesagt, ja, ich will eine wunderschöne Mauer bauen mit einer großen Tür, wo alle reinkommen können, die wir reinlassen wollen. Und so ist es hier genauso. Wenn ich einen Zaun baue, dann hat er auch ein Tor. Und dann lasse ich die Leute rein, die mir gnädig sind, also die ich gut finde. Ja, schwierig. Also es gibt wahrscheinlich einen großen Unterschied zwischen einem Zaun und einer Grenze. Ja, natürlich, ja. Aber doch, ach Gott, ja, du nimmst das hier viel zu nett heute. Wie soll ich sagen, zu wörtlich, zu direkt, diesen Spot. Ja, klar, also, klar. Und das denke ich nicht, also diese Werbejungs, die sind mit allem Wassern gewaschen. Ja, die Meta-Ebene hast du ja schon sehr gut auseinandergenommen. Die haben hier ganz anders im Sinn, ja. Na gut. Achso, hättest du übrigens erkannt, wenn jetzt das Logo hier rechts oben nicht gewesen wäre, dass es ein Werbespot für Kaufland ist? Ich hätte auf Coca-Cola-Werbung getippt mit diesem Weihnachten. Solche Spots machen die da ja. Also, ja, ich hätte auf alles getippt, ja, aber nicht auf Kaufland. Also gut. Also dieses Fest der Liebe und Weihnachtsbaum, das ist Coca-Cola-Werbung irgendwie. Ja. Also. Ey, dieser Spot wirklich. Es ist ja nicht mal, ist irgendwo mal ein Produkt platziert worden? Also auch auf diesem Tisch am Ende oder so, dass man sagt, ah, Kauflandmarke, jetzt alles klar. War da was zu sehen? Nee, gar nicht. Ich kann nochmal dahin skippen. Ja, es ist nichts zu sehen? Nichts. Es hat nichts mit Kaufland zu tun. Das Fest der Liebe kennt keine Grenzen. Alter. Ja, und dann kommt halt noch an zu Kaufland. Da würde ich schon aus Protest nicht bei denen kaufen. Also es ist ja, lächerlich, ja. Ach Gott. Ja, gut. Aber wenigstens war er gut gemacht. Ja. Wenigstens war er gut gemacht, genau. Oh, ich sehe schon, der nächste Spot ist ein absoluter Kracher. Den kenne ich schon. Den kennst du hoffentlich noch nicht. Ganz kurze Nebenbemerkung. Weißt du, wie lange wir schon Sendung machen? Ich habe heute leider keine Stoppuhr. Oh, du hast den Timer nicht gestellt. Oh, scheiße. Nee, leider nicht. Liebe Zuschauer, wir wollen ja immer so eine Stunde machen. Deswegen schaut der Arti mal kurz nach. Ich glaube, wir sind bei einer knappen Stunde. Lass mal noch den einen Spot machen und dann
Oh, aber bei dem Einswort gibt es, glaube ich, viel zu sagen. Aber ja, gut, wir machen den noch. Jetzt haben wir ihn angekündigt. Oder wir lassen das als Cliffhanger für dich. Wir sind kein Ankündigungslot, wir machen das jetzt. Ja, okay. Es geht los. Ich drücke auf Play. Twix presents Bite Size Halloween. Hi. I'm your new nanny. I don't need a nanny. Well, your parents seem to think you do. What's your favorite color? Black. Other than black? Oh, charcoal? Why are you all dressed up? It's not Halloween yet. Ah, ist doch ein Junge. Ach Gott, oh Gott. Natürlich. Are you a good witch or a bad witch? Do you want to find out? You buckled? I'm still wearing my princess dress. Do you want to wear it? Hey, you! Princess! You look like a girl. Why are you wearing that? Dressing like this makes me feel good. Is that your nanny? She looks weird. You look weird, your nanny looks weird, you guys are both weird. No, we're just different. Boys don't wear dresses. Whoa! Whoa! Where is it coming from? What's happening? Help! Whoa! We should go. Will you come back? Yeah, probably. Ja, gut, das war Schön. Übrigens eine Werbung für Twix, für Schokoriegel. Wer hätte es geahnt? Und der Spot, der lief zu Halloween 2021 im Fernsehen. Oh, ist ja recht jung, noch. Ja, der ist noch recht jung, genau. Puh. Ja, krass, also, oder? Vor allem hast du am Anfang gefragt, warte mal, ist das ein Junge? Natürlich ist es ein Junge, der natürlich ein lila Kleid trägt. In dem Alter ist es jetzt nicht so leicht. Ja, ne? okay. Ja. Aber ist klar, weil wir vorhin schon das Thema Entmannung hatten, bei dem Gillette-Spot. Hier fängt es schon bei den Kindern an. Mhm. Geil. Ich fand auch schön, jeder, der irgendwie eine andere Meinung hat zu der Sache, den radieren wir einfach mal aus. Also ja, genau. Sehr, genau. Sehr prophetisch. Genau, der wird einfach mal gekillt hier am Ende. Der Junge, der den Hass sagt, oder einfach die Wahrheit, ihr seid beide merkwürdig. Und der eine sagt noch, Jungs tragen keine Kleider. Also der sagt hier einfach die Wahrheit. Ja, der wird einfach mal ausradiert von der Hexe. Ja, vor allen Dingen, er sagt ja nur, er sieht seltsam aus, ne? Mehr ist es ja nicht. Er sagt ja nicht mal, man sollte euch irgendwie einknasten oder dies, das. Das stimmt. Aber für mich kam er schon ein bisschen mehr aggro rüber. Ja, aber gut, klar. Ich meine, er hätte auch sagen können, why are you gay? Und, ne? Ja, genau. Warum bist du schwul? Ja. Oder ihn halt schlagen können, ne? Du bist halt eine Pussy und nichts ist passiert, nur diese eine relativ harmlose Aussage. Ja. Und unsere Supernanny dreht hier völlig am Rad. Die Supernanny, genau. Die schwarze Mary Poppins hier. Oder gut, die Gothic Mary Poppins. Ich meine, die Frau ist ja immer weiß. Heiß ist sie schon, aber. Ja, natürlich, ja, das stimmt. Ja. Big Titty Goth Girlfriend ist das. Ja, Gott. Aber also, ich fand es so ein bisschen selbstentlarvend, wo er sagt, oder wo sie ihn fragt, willst du es weitertragen? Und er so, ja, aber er guckt halt nicht überzeugt. Hier, wo die im Auto sitzen. Ja, ich weiß ganz am Ende. Nee, wo die im Auto sitzen, bevor die losfahren. Ja, davor war das, oder? Ja, bevor die losfahren. Ja, warte, Dance Music. Hier. Ja. Ich mach nochmal kurz Play. Buckle. I'm still wearing my princess dress. Do you want to wear it? Ich finde schon, dass er überzeugend aussieht. Naja, er nickt halt so. Er wirkt ein bisschen berührt davon, weil er offenkundig weiß, dass es was ist, was viele nicht gut finden.
Da muss ich mal wieder den Spot verteidigen. Naja, aber wenn's für ihn normal wäre, würde er diese Frage nicht mal stellen mit diesen. Oder würde das er nicht ist mal diese ja, Aussage er, treffen, er merkt ne? ja selber, er merkt ja selber, dass es nicht normal ist, eben weil wie die Umwelt auf ihn reagiert, wie zum Beispiel die Jungs, die am Ende den Hass sagen. Ich meine, das wird ihm ja selber bewusst sein, dass er da komisch angeschaut wird, selbst als Kind schon. Ja. Also ja, die völlige Entmannung tatsächlich. Das ist ja, und mal wieder. Was zum Fick hat das mit Twix zu tun? Also, was hat das mit Schokoriegeln zu tun? Ja, gar nichts. Das ist richtig absurd. Ja. Da gibt es so diese Stone Toss Comics mit dem Burger King Werbespot. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo dann mal diese Frage gestellt wird. Ja, 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 ja. Da tun sich so ein paar Werbefritzen einen neuen Spot ausdenken. Und in dem Spot sieht man so zwei Männer, die sich küssen irgendwie. Und da fragt einer: Sind Sie sicher, dass uns das helfen wird, mehr Burger zu verkaufen? Burgers? Und der Werbefritze, Burgers? So, was hat das mit Burgern zu tun? Und genauso hier, ja, was zum Fick hat das mit Twix zu tun? Was? Na, nichts, ist doch egal. Was hat das mit der Armee zu tun? Ja, gut, sie hat immer ein Patriot Missile Defense System operiert. Ja. Ja. Ja, da müssten ja, also wenn das stimmt, müsst ja bei gewissen Spielen wie Heimatdefender, huiuiui, die Mädels Schlange stehen, um das zu spielen. Ja, genau, ja. Also ich kann den nicht, aber das werde ich in 90% der Fälle sagen, ja. Das freut mich sehr. Ja, ich denke, wir hatten heute sehr viel Spaß mit den Spots. Ich fand es aber jetzt nicht so schlimm wie erwartet. Also, du meintest, wir werden ja ganz viel zerreden. Ach. Es ging. Einfach weil du so verdammt gnädig bist mit den Spots, wie gerade jetzt hier mit dem Zaun. Du bist ja viel zu gnädig, genauso hier. Ja, es ist, glaube ich, wenn man eine Weile in der Blase ist, oder? Ja, genau. Dann hebt man das gar nicht mehr so ab. Weißt du, was das Problem ist? Einfach, dass du das schon gewohnt bist. Das ist das Problem. Du bist das einfach schon gewohnt. Ach so, naja, immerhin kam hier eine schwule Transen, die schwarz waren und sonst was vor, alles gleichzeitig, sondern es war immerhin eine weiße Nanny da. Das ist so gerade dein Motto. Ja, warte, war hier ganz kurz. Wo ist denn jetzt hier mal? Na gut, das ist so eine Asiatin, oder? Ach so, war ja nicht mal ein schwarzes Kind drin, okay. Oder? Nee, das stimmt, das ist ganz schön, ganz schön viel Hass. Aber gut, die Kinder, die Hass sagen, sind dann weiß. Ach so, doch, hier, okay, ich dachte die schon. Muss natürlich ich dachte rein. Ich meine, schon. Sonst werden die Werbefritzen ja angeklagt. Das wäre sonst nicht divers genug. Also nach dem Ereignis kriegt die rechts auch den Talk zu Hause. Die kriegt auf jeden Fall den Talk. Rede nicht mit Weißen. Rede nicht mit schwarzen Nannies. Gut. Ja, also wirklich, es ist, wenn da so nur weiße Leute im Clip sind, das ist jetzt schon was Wichtiges, was Bemerkenswertes. Ich merke schon, ja, du bist richtig, da ganz positiv absurd. Gestimmt eigentlich. Ja gut, von meiner Seite aus gibt es gar nichts weiter zu sagen. Naja, es gibt noch einen Teil 2 höchstwahrscheinlich, richtig? Ja, den gibt es natürlich. Ich weiß ja nicht, wie viele Videos hast du denn vorbereitet? Ja, wir haben noch 34 übrig. Also wir haben jetzt erst 5 oder so gesehen. Ja. Oha, gut, das könnte eben eine längere Reihe werden. Aber wir können noch viele, viele Folgen darüber machen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, liebe Leute, ob euch das gefallen hat. Oder wenn ihr selber Vorschläge habt für Werbespots, die wir schauen sollten. Da sind wir natürlich auch immer sehr interessiert für. Oh ja, das ist gut, ja. Denn bei dem ganzen Wahnsinn, da fliegt halt immer mal was durch den Radar durch, was man nicht genau kennt. So ist es. Da fliegt einfach mal immer was an einem vorbei. Man kann das gar nicht alles aufnehmen. Dieses ganze krasse Zeug. Ja. Also ich würde ja gerne sagen, es hat mir Spaß gemacht, aber es war echt so. Also Werbung ist halt wirklich eieiei. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Die Adblocker haben schon ihre Bewandtnis. Die haben ihre Bewandtnis, gerade heutzutage, ja. Genau. Das ist ja gut. Wie so ein eigener Mikrokosmos, den ich hier abblicke. Ist es. Ja, aber wollen wir das YouTube-Gebet sprechen? Ja, dann das YouTube-Kreatoren-Gebet. Ja, genau. Amen. Es erreicht sich jetzt. Amen. Genau. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. In dem Sinne sehen wir uns dann bei der nächsten Folge mit diesem. Ja. Genau.
Schmarrn. Ich kann es nicht anders verstehen. Mit diesem wunderbaren Schmarrn, genau. Also dann, macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.